Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stellaris Megacrops. Ihr wollt mehr sehen oder meine Zukunft in Let's Play nicht verpassen, dann abonniert doch meinen Kanal. Das L-Tor ist durch. Es wartet nur noch auf das Forschungsschiff, das hier noch kräftig durchstartet. Aber zuallererst möchte ich noch die ganzen Kreuzer in meiner Hauptflotte drin haben. Flottenmanager hier. Das sind noch 4 Schiffe. 2318. Passt alles. Da warten wir auf das ab. So, was haben wir hier? Das Forschungsgelder. Die sind ausgegangen. Jetzt dauert alles wieder länger. So, 6 Monate und geht der Sprung hoch. 5. Nö. Scheint noch alles im Rahmen zu sein. Ist das Verwaltungslimit, wo wir hochsetzen, das geht der Rest ein bisschen runter, wenn wir uns so stark ausbreiten. Was uindarische Krieger entdeckt. Seit einigen Monaten haben wir vereinzelte Berichte über eine kleine Anzahl außerirdischer Söldner und Freibeuter erhalten, die an den Grenzen unseres Raums operieren. Sie selbst nennen sich die Uindar und sind offenbar Exilianten einer nomadischen Kriegerkultur, die in und um das EAM-System herum zu überfüllten Raumstationen leben. Ihre Durchreise in der Nähe unserer Grenzen verlief ohne Zwischenfälle, aber sie warnten uns davor, EAM zu betreten. Sie haben keine Zentralregierung, die erwähnenswert wäre. Stattdessen sind sie in verschiedenen Fraktionen aufgeteilt, die oft benachbarte Sternsysteme überfallen, in benachbarten ihren riesigen Bevölkerungsdichte und ihre Produktionskapazität, wären die Uindar wahrscheinlich eine bedeutende galaktische Macht, wenn sie jemals damit aufhören würden, sich gegenseitig zu töten. Wow. So. Außenseiter. Wir sind die Uindar, im Gegensatz zu den zivilisierten Sternnationen der Galaxie, dienen wir keinen einzigen Meister. Ich wurde ausgewählt, um euch diese Botschaft im Namen aller Häuser zu übermitteln. Versucht nicht, uns eure verweichlichten Wege aufzuwiegen. Ihr mögt zwar außerirdische Schiffe in unserem Territorium schicken, aber erwartet nicht, dass sie zurückkehren. Unsere Krieger werden die Abwechslung begrüßen. Sende nur an dieser Frequenz, wenn ihr Tribut anbieten wollt oder Söldner benötigen, um die Mittel habt, um sie zu bezahlen. So. Ja, das ist ja nicht bei uns. Das ist ja uninteressant. Bist du fertig? Nein. Was war's dann? Du bist da auf dem Weg. Du bist da. Ja, dann kann es bloß planetar gewesen sein. So, wieder einbauen. Wird das da endlich mal mehr? Boom. We built something. Sehr gut, dann kannst du gleich bauen. Setz den da oben auch noch mit dazu und dann setz den da auch noch mit dazu. Haben wir hier die Physikforschung steil nach oben. Haben wir hier? Oh, ein Achter. Cool. Another bleeding edge technology discovered. Gut. Produktion Bergbaustation plus 10%. Fusionsraketen. Duristalpanzerung. Kristallpanzerung. Autokanone. Autokanone ist langweilig. Hauen wir die Kristallplatten mal rein. Die haben 1110, 616, 185, 110. Also, ihr kommt's dran. Und los. Sind wir auch gut dabei. Hier wird kräftig gebaut. Das ist nice. Von 32, 42 auf... Viel mehr natürlich.
Konstruktionsschiff muss gleich dabei sein. Wir, keine Ahnung, ist es hier oben oder hier unten? Auf jeden Fall springen wir dann irgendwo hin. Dum, dum, dum. Wo war es? Hier. 32. Und es geht steil auf. Bam! 58! Gouverneur erlangt Eigenschaft. Construction complete. Was kann er denn jetzt? Oh, Produktionssklaven. Haben wir aber keine. Gut. Ah, du bist jetzt endlich da hinten angekommen. Ja, bau. Komm wieder weiter. Föderationsangebot. Wieder eins. So. Da wird das hier richtig powerful. Was haben die an Power? Fast 12.000. Gut. So, hier oben Station. Gleich mal die Abwehr draufsetzen. Hochposten. Ja. Boom. We built something. Können wir da ein bisschen horchen, was die da drüben so treiben? Ihr seid da. Markt. Zum Verkauf, zum Kauf. Oh, so viel. Boah, 5000 hier. Wahnsinn. Dich kann ich absetzen. Was haben wir hier? Dich kann ich absetzen. Einer. Ist noch too much. Da geht noch nichts. Geht noch nichts. Da ist eh schon alles gelaufen. Ja. Ihr fehlt noch. Gauss-Geschütze. Ihr fehlt mir noch. All is cool. Ah, 100%. Boah, so lieben wir das doch. Kriminalität plus 15, Jobkrimineller plus 1, ein Krimineller pro 33 planetare Kriminalität. Oh, cool. Was haben wir hier? Too much oder was? Überfüllt. So, da machen wir das so. Bevölkerung umsiedeln. Nach Raskan. Raskan Prime. Hauen wir mal ein paar Arbeiter rum. Technik, Landwirtschaft, Arbeiter, Beamter. We built something.
Haben die gar keinen Bock? Ach, was soll's. Hier können wir aufwerten. Hier. Bauen wir die Legierungsgießerei. Dann passt das wieder. Hier ist auch noch alles cool. Einen einzigen noch. Wohnungen bauen wir gleich ein. Flottenmanager nochmal einbauen. 579. Das passt auch bald. Technology passt. Habe ich sonst noch irgendwo ein System, wo ich normalerweise nicht hinkomme? Das ist eins. Ja, was sonst? Construction complete. Ist bloß ein einziger Planet bis jetzt. Dürften ja gar nicht so viele sein. Mal schauen. Gucken wir mal. Sehr schön. Dann können wir bald losfliegen. So, wie schaut's hier aus? Der Hochposten dauert noch ein bisschen. Wie steht ihr zu uns? Feindlich. Ja. Pff, eh keine Chance. Boom. Oh, die 100% sind einfach nur cool. So, wie lang war es hier noch? Oh, ewig. Oh, der hat gleich zwei bauen müssen. Du Noob. So. System reinspringen. Schauen wir mal, was der hat. Oh mein Gott. Dreier Railgun. Ah. Pibi Fax. Das ist alles gut. Flottenmanager, paar Tage noch. Da hauen wir das gleiche dazu. 7 und ein Kreuzer. Boom. We built something. So, Kreuzer, wo wurdest du gebaut? Hier. Gut. Dann darfst du durchstarten. Projekt erforschen. Jawohl, ihr zwei kommt runter. Sehr schön. So, du kommst hoch und nein. Construction complete. Ihr kommt hier hoch. Gleich weiterfliegen. Ja, weiter. Nächste. Du, auch weiter. Konstruktionsschiff, komm runter.
Bzz. Sehr schön. Verbindung hergestellt, Erfolg. Unsere Techner haben es geschafft, einen Wartungszyklus zu beenden und die Sperre von Eltar um Gratis-System aufzuheben. Zum ersten Mal in Ionen von des L-Cluster nun von unserer Galaxie aus erreichen. Ein glorreicher Tag. Achso, da können wir wieder Legierung da sehen. Da oben ist es. Jawoll. Jumpen wir jetzt gleich mal hin. Warten wir noch, bis der gesprungen ist. Dann setzen wir durch. We built something. Der Endpunkt eines undurchschaubaren Gewirrs von Subraumrouten, die sonst von normalen Raum aus nicht zu erreichen wären. Blöd. Reise nach Unbekannt. Bzzzt. Unheimliche Stille. Beim Eintritt in das Terminal-Ärger-System im L-Cluster ist sofort ersichtlich, dass auf dieser Seite des L-Tors vor langer Zeit ein Kampf mit titanischem Ausmaß stattgefunden hatte. Ein einziger Planet, die einst das Leben unterstützen, sind bis zur Unkenntlichkeit zerstört, während andere von feinem Staub bedeckt sind, der laut einem Oberflächenscan aus uralten deaktivierten Nanomaschinen besteht. Dies alles wirft die Frage auf, ob die L-Tore absichtlich deaktiviert wurden, um etwas draußen zu halten oder etwas drin zu halten. Sehr gut. Du darfst gleich mal erkunden. War declared. So, das ist gut. Dann springen wir alle gleich mal durch. Ruckel, ruckel, ruckel. Batsch weg. Ihr auch. Und Konstruktionsschiff, du auch. Nein, wo ist es denn? Hier ist es. Und durch mit dir. Technology discovered. Red. Sehr schön. Das haben wir jetzt erfahren. Das Raptor, Schilde. Schilde kommen dran. Die fortschrittlichen. Kriegserklärung. Ist mir egal. Gießerei. Tadam. So. Dann hauen wir nochmal welche dazu. Ja. Die Legierungsgießerei. Wohnungen sind noch mal genug da. Das passt da. Sisi. Das da passt da auch. Dann hier. Bist du schon fertig? Ja, wir können gleich verbessern. Hochposten ist aktiv. Horcht ringsherum. Kein ein gutes Ziel für Überfälle. Wir können eine Anführer anhäubern. Anführung. Sieht man hier irgendwas? Oh, leider nein. Ach so, Marodeur, jetzt. Was haben die da? Das Mal ist Hondo. Ja, sind auf Feind gestoßen. Sehr schön, aber wir haben es geschafft. Wir sind hier oben. Brrr. Mitten im Nirgendwo. Schön. Dann ist das hier auch das schöne Ende. Ich sage an dieser Stelle danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Servus!